Abu Nu'aym erzählt in seinem Buch Hilyatul Awliya die Geschichte eines Mannes namens Uwais al-Qarni. Er lebte zur Zeit des Propheten a.s. und wurde Muslim. Aber er hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nie getroffen. Uwais al-Qarni wurde im Jemen geboren und dort hat er auch sein ganzes Leben verbracht. Sein größter Wunsch war, den Gesandten Allahs zu besuchen. Dann würde er nämlich den Status eines Sahabi bekommen. Um ein Sahabi zu werden, muss man den Propheten gesehen und nach dem Islam gelebt haben. Er aber hat im Jemen gelebt und er hat eine pflegebedürftige Mutter gehabt, die er nicht einfach im Stich lassen konnte. Wer sollte sich um sie kümmern, wenn er fortgehen würde? Eines Tages sagte ihm seine Mutter, geh nach Medina, aber wenn du den Propheten getroffen hast, kehre sofort wieder zurück. Hoch erfreut hat sich Uwais al-Qarni auf den Weg nach Medina begeben. Als er dort angekommen ist, konnte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht finden. Die Leute haben ihm gesagt, dass er zurzeit nicht in Medina ist. Nun stand er da und wusste nicht, was er tun sollte. Soll ich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam warten? Oder soll ich wieder zurück zu meiner Mutter? Uwais war in einer Zwickmühle. Er wollte nicht weggehen, bevor er nicht den Propheten gesehen hat. Er wollte aber auch nicht ungehorsam gegenüber seiner Mutter sein. Wofür, denkt ihr, hat er sich entschieden? Für den Gehorsam gegenüber seiner Mutter. Und so ist er den ganzen Weg wieder zurückgegangen. Sein Vater war ein gottesfürchtiger Mann. Er starb aber in jungen Jahren. Die Familie war arm und konnte sich nicht viel leisten. Er war also nun der Mann im Haus und er kümmerte sich um seine Mutter. Er selbst hat an Lepra gelitten. In der Gesellschaft hat er keinen hohen Stellenwert genossen. Man hat sich über ihn lustig gemacht, ihn nicht wirklich ernst genommen und ihm wenig Beachtung geschenkt. Er hatte kein einfaches Leben gehabt. Aber jetzt hört gut zu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über genau diese Art von Menschen gesagt hat. Es gibt einige Leute, Rubba Ash'afa Aghbara Dhi Timrain, ihr Haar ist nicht gekämmt und sie sind mit Staub bedeckt. Madfu'in bil Abwab, wenn sie an die Türen klopfen, weist man sie zurück, wegen ihrer Armut und schäbigen Kleidung. Law aqsama 'ala Allahi al-abr, wenn diese Person aber bei Allah für etwas Dua machen würde, so würde es ihr gewährt werden. Dieser Mann, Uwais al-Qarni, er bat Allah subhanahu wa ta'ala darum, ihn von dieser Krankheit zu heilen. Und Allah ließ es geschehen. Bis auf eine einzige Stelle an seiner Schulter, in der Größe einer Münze, hat ihn Allah azza wa jal geheilt. Eines Tages sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Umar radiallahu anhu, du wirst einem Mann aus dem Jemen begegnen. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, Khayru tabi'in, er ist der Beste der zweiten Generation. Sein Name ist Uwais ibn Amir, Uwais al-Qarni. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Mann würde aus dem Jemen kommen, aus Murad, vom Stamm Qarn. Der Gesandte alaihi wasallam sagte weiter, dass er Lepra hatte und dass er Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und um Heilung gebeten hatte. Und Allah hat ihn, bis auf die Größe eines Dirham auf seiner Schulter, von der Krankheit geheilt. Er sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, dass er gehorsam gegenüber seiner Mutter wäre und dass er sich bestens um sie sorgen würde. Wenn er Dua macht, wird Allah seine Dua erhören. Wenn du ihn triffst, dann bitte ihn darum, dass er für dich Dua macht, auf das Allah dir vergibt. Aber woher wusste der Prophet über ihn Bescheid? Jibril a.s. kam und brachte ihm Wahi. Jibril sagte ihm, wer Uwais al-Qarni ist. Dieser Mann gehörte nicht zu den Sahaba, aber sein Status bei Allah subhanahu wa ta'ala war der eines Gefährten. Wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann geehrt hat. Als Umar ibn al-Khattab radiallahu an Kalif wurde, hielt er während der Pilgerfahrt Ausschau nach den Leuten, die aus dem Jemen kamen, jedes Jahr. Er suchte Uwais al-Qarni und jedes Jahr ging er zu den Stämmen und fragte sie, ist Uwais al-Qarni unter euch? Die Leute waren verwundert darüber. Der Kalif fragt uns über einen unbedeutenden Mann und das ging 10 Jahre lang so. Nach 10 Jahren ging Umar radiallahu an in den Jemen und erkundigte sich nach Uwais al-Qarni. Bis schließlich jemand sagte, ja, dort drüben ist er. Umar radiallahu anh ging zu ihm und fragte ihn voller Freude, bist du Uwais ibn Amr? Er sagte, ja. Bist du von Qarn? Er sagte, ja. Wurdest du von deiner Leprakrankheit geheilt?
bis auf die Größe eines Dirham auf deiner Schulter? Er sagte ja, und Umar radiallahu anh bat ihn darum, es sehen zu dürfen. Er fragte weiter, hast du eine Mutter, der gegenüber du gehorsam bist? Er sagte ja. Dann bist du derjenige, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Uwais al-Qarni trifft, sagt ihm, er soll Allah für euch um Vergebung bitten. Uwais sagte, du bist ein Sahabi, du bist Umar ibn al-Khattab, der, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, käme nach mir ein Prophet, dann wäre es Umar, und ich soll für dich um Vergebung bitten? Seine Demut, seine Bescheidenheit und sein Respekt waren unbeschreiblich. Umar sagte, nein, der Prophet a.s. sagte, wenn ihr Uwais trifft, dann sagt ihm, er soll Allah für euch um Vergebung bitten. Dann tat er es. Er bat Allah azzawajal, dass er Umar vergeben soll. Dann fragte ihn Umar radiallahu anh, wohin geht deine Reise? Uwais sagte, ich gehe nach Kufa. Lass mich einen Brief an den Statthalter von Kufa schreiben, damit er dich ehrt und sich um dich kümmert, sagte Umar. Uwais antwortete, ich brauche das nicht. Ich lebe gerne unter den Armen und den einfachen Menschen. Das ist mir lieber. Den einzigen Gefallen, den du mir tun kannst, ist, dass du niemandem von mir erzählst. Er strebte keine Aufmerksamkeit an. Er wollte nicht berühmt werden. Er hat sich davor gefürchtet, Hochmut zu entwickeln. Aber sein Name hatte sich bereits herumgesprochen gehabt. Und als die Leute in Qarn anfingen, ihn wegen seines Status zu verehren und für einen Heiligen zu halten, verließ er Qarn in Richtung Kufa. Uwais al-Qarni ist in der Schlacht von Siffin an der Seite von Ali ibn Abi Talib radiallahu angefallen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wegen der Fürsprache eines Mannes aus meiner Umma werden mehr Menschen das Paradies betreten als der Stamm von Tamim. Laut Hassan al-Basri rahimallah ist dieser Fürsprecher Uwais al-Qarni. Vielleicht gibt es auch heute unter uns manche, die in den Augen einiger Menschen nichts wert sind. Vielleicht gehörst du selber zu diesen Menschen, denen die Leute keine Beachtung schenken. Denke nicht, du wärst ein Niemand. Denn vielleicht gehörst du zu jenen, denen Allah ihre Gebete erhört.